Praktikoria, ich komme! Hey, ich bin Jonas, 33 Jahre alt. Ich bin Kampfsportler aus Leidenschaft, wie ihr seht. Und ja, ich war auch bei 5 gegen Billy. Ich würde mich super freuen. Ich bin Feuer und Flamme für den Arctic Warrior. Das ist richtig geil, wenn ich dabei sein könnte. Ich hoffe, ihr ermöglicht mir diese Chance, dabei zu sein bei diesem absolut einmaligen, geilen Event. Otto, ich hoffe, du siehst das. Und lass erstmal die Leute auschecken, die mich dazu empfehlen. Haut rein! Ich will Survival Sensor Jonas als Kandidaten bei Arctic Warrior sehen, weil ich sehen will, wie er sich durch den Schnee robbt und gegen Eisbären kämpft. Außerdem macht er auf mich den Eindruck, als würde er selbst mit abgefrorenen Füßen noch sein Ziel erreichen können. Also, genau deshalb ist Survival Sensor Jonas der perfekte Kandidat für Arctic Warrior. Ich möchte gern den Jonas bei Arctic Warrior sehen, weil er eine Kämpfernatur ist und immer das Beste aus sich rausholt und weil das einfach sein Ding ist und er da richtig Bock drauf hat. Hey Leute, habe ich das richtig gehört, dass die Kampfkanone Jonas bei den Arctic Varus mit dabei sein könnte? Bitte nehmt ihn! Denn wir wollen wissen, ob dieser Diamant die richtige Härte gerade nachweisen kann. Zieh, Jonas! Zieh! Wir würden uns auch mega freuen, wenn wir Jonas bei Arctic Warrior sehen würden. Weil er wird sich da durchkämpfen, denn er hat auch uns das Kämpfen beigebracht. So, nimm bloß den Jonas mit, damit er endlich mal an seine Grenzen kommt. Yeah! Hallo Community von Otto und hallo Otto! Solltet ihr euch nicht für mich entscheiden, dann würde ich es mega feiern, wenn ihr den Survival Sensor Jonas mitnimmt. Du suchst einen Diamanten, Otto? Dann nimm Jonas mit. Er ist nämlich wirklich ein sehr, sehr schriller, netter, sympathischer Mann. Und nicht nur im Sport ein Kämpfer, sondern auch in der Natur. Und ich bin davon überzeugt, er wird es rocken. Ich möchte eins sagen. Jonas ist jemand voller Integrität und ein Freund, den man sich nur wünschen kann. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der immer wieder aufsteht und immer wieder zeigt, was er alles kann. Er hat nur einen Mangel, er war nie beim Militär. Ich möchte euch bitten, gebt ihm diese eine Chance und zeigt ihm, was es bedeutet, mal richtig, richtig gestresst zu werden. Ich wünsche ihm wirklich, dass er bei euch dabei sein kann. Er ist ein Wahnsinnskerl und ihr werdet es nicht bereuen, Jonas mit ins Boot zu nehmen. Ich möchte Survival Sensor Jonas beim Arctic Warrior sehen, damit auch er endlich mal richtig leiden muss und auch endlich mal richtig an seine Grenzen kommt. Ich möchte Jonas beim Arctic Warrior sehen. Ich bin gespannt. Ich will Survival Sensor Jonas beim Arctic Warrior sehen, weil es ist einfach ein kompletter Freak. Ihr müsst das selber sehen, also es ist echt unglaublich, was der alles macht. Wenn du was erleben möchtest, dann definitiv mit ihm. Ich schlage den Survival Sensor Jonas für den Arctic Warrior vor, weil Jonas schon immer ein Survival-Typ war, schon als Jugendlicher allein im Wald übernachtet hat, sich immer damit auseinandergesetzt hat, jetzt über die Jahre ziemlich viel Erfahrung in verschiedenen Kampfsportarten gemacht hat und auch schon bei anderen Videoformaten mitgewirkt hat, die sich um das Thema Survival und Outdoor drehen. Und Jonas hat da immer richtig viel Bock drauf, ist richtig motiviert und ambitioniert. Und ich denke, wenn man den bei so einer Challenge dabei hat, dann hat man auf jeden Fall ein paar richtig gute Action-Szenen. Camo Mafia, ich will Survival Sensei Jonas bei Arctic Warriors sehen. Nachdem ich ihn bei 5 gegen Willi kennenlernen durfte, habe ich keinen Zweifel daran, dass er der richtige Kandidat für die Show ist. Let's go, Jonas! Was? Ein Karate-Tiger im Schnee? Ich kann mir keinen besseren als Jonas vorstellen. Du packst das, du bist der Richtige. Also ich möchte den Survival Sensei Jonas gerne, sehr, sehr gerne beim Arctic Warrior sehen. Und wisst ihr auch warum? Das müsst ihr selber erfahren. Zieht alles durch, was er sich vorgenommen hat und er ist sehr, sehr zuverlässig. Also, wenn ihr ihn dabei habt, macht euch lieber Nudeln statt Sorgen. Yes. Das kann ich nicht vorlesen. Na los. Ich habe mich selber für Arctic Warrior beworben. Hey Leute! Diese Nachricht lese ich vollkommen ohne Zwang und ohne Verpflichtungen. Wisst ihr, wer ein super Kandidat für Arctic Warrior wäre? Der Survival Sensei Jonas. Als Kampfsportler muss er durchhalten und ist schon viele schwierige Situationen gewohnt. Außerdem könnte er mit seinem schwarzen Gürtel auch einen Bären erwürgen. Sind wir fertig? Kann ich gehen? Natürlich nicht. Hey Jonas, weißt du was? Hast du was vergessen? Was denn? Du kannst keine Knoten machen. Ja, vielen, vielen lieben Dank und Liebe an die Community für die fette Unterstützung. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe im Kampfsport halt Teamfähigkeit gelernt, Durchsetzungsfähigkeit, aber ich habe auch gelernt, dass man auf seinen Körper hören muss. Aber ich kann natürlich auch an mein Maximum gehen, ist ja klar, ne? Übrigens muss ich nicht einen auf Elite-Soldat machen, da gibt es einige von, die versuchen richtig hart zu sein. Leute, das sind 6 Elite-Soldaten, da bräuchte ihr nicht irgendwie
so tun, als wenn ihr so richtig krass hart seid. Ich glaube, da sind wir alle ganz toll am Anfang. Da können wir eine Menge lernen, auch vom Mindset her. Die Leute werden richtig krass drauf sein. Aber ich hoffe, ich kann mit denen mitziehen und kann die Challenges mit denen ordentlich bestreiten und halt auch vorangehen halt. Ne? Ja, ihr habt jetzt ein bisschen was gehört von mir. Ja, ich hoffe, das reicht aus, um euch zu überzeugen von meiner Person. Vielleicht guckt ihr noch ein bisschen meine weiteren Videos an. Vielleicht gefällt euch das ein oder andere. Da könnt ihr euch ein bisschen informieren, was ich noch so mache. Ja, ich danke fürs Zuschauen, für Aufmerksamkeit. Haut rein, bis dann. Tschüss.